Uff da da, jetzt mach mal Kriegsangriffe. Ich schalte gleich das Bild aus, weil meiner Meinung nach stört, wenn es da oben in der Ecke und man sieht mein Doppelkinn. Achtung, jetzt fliegt man gleich das Tablet runter. Ne, das ist ja nicht schön, das will ja keiner. Wir schauen aber erstmal. Und zwar, Achtung, durchs Bild fassen. Hier, wir stehen bei 62 zu 54. Das bedeutet, wir haben noch 3 Angriffe, dann warten wir noch eine Stunde und dann hauen wir raus. Ja, vielleicht machen wir auch gleich erstmal 3. Gerade haben wir ein bisschen Auswahl. Ich will nicht nachher die Brocken haben. Die soll Kron machen. Okay, dann bis gleich, Leute. Warte, jetzt Button, Achtung, wieder durchs Bild. So, Leute, da sind wir wieder. Also hat es noch nicht, wie ihr oben am Timer sieht, sind 2 Minuten vergangen. Aber ich hau den jetzt mal raus, den ersten. Ich wollte mir den schon gern holen. Und zwar mit, ja, fast mit Rot-Gelb. Am liebsten eigentlich mit Blau-Gelb. Weil mir der Dispeller so ein bisschen fehlt. Schau mal, was wir hätten. Ja, wir könnten natürlich, ne, aber ich krieg ja, er muss natürlich hier vorne dran, ich krieg keinen Dispel rein. Ich krieg den Schutz zwar rein, kann aber Luna nicht dispellen. Ich glaube, dass das schlecht ist. Ich kann sie hier eventuell durch Steine dispellen. Sie hat allerdings keinen Break. Mit Rot wäre ich halt stark gegen Grün. Und ich weiß jetzt schon, dass wenn Mio nie zum Auslösen kommt, nervt er mich voll ab. Das Team will ich nur ungern auseinanderreißen. Bräuchte ich nicht in Gelb auch noch ein Display? Soll ich es auseinanderreißen? Nee, ich bräuchte eigentlich ja... Eigentlich bräuchte ich was Rotes und dann muss es eigentlich hier spätestens Nürgib sein, die allerdings hier hin muss. Boah, sie ist langsam, ne? Also sie ist mittel, aber ist langsam. Also Kostümbonus auf Marjana. Braucht keine 26er, die Truppen. Die zweite Zauberer kommt. Frage ist halt, ob wir das machen können. Wir haben hier so dann nur 2 gelbe. Haben Mana Control. Ich glaube, ich muss da ohne Dispeller rein. Ah, wir könnten es mit Li Shu spielen, aber die haben wir Immunität ganz, ganz viel. Wie ist es denn bei ihr? Also man muss das dispellen einfach. Ich will halt auch nicht 2 blaue mitnehmen, ne, weil da 2 blaue drin sind. Mit Rot wäre ich stark gegen Mioni und der ist doppelt gebreakt. Wenn wir nur auf der Seite Steine kriegen, dann müssen wir ihm weh machen. Wir müssen ihm irgendwie weh machen. Mein Deftown, das ist wieder. Komm. Die Ninjas.
Nicht so richtig zufrieden, aber glaubt, das Einzige, was ich bringen kann gegen eine Luna. Hippo ist enorm wichtig. Ja, da hätte mal einer Teams bauen sollen, ne? Wo ist sie denn jetzt? Ich hätte sie, glaube ich, lieber da. Ja, obwohl er muss an den Rand, der hält nämlich gar nichts aus. Und stellen meine Marjana dahin. Steine-Dispel. Dann geben wir ihr trotzdem die 26er, dann hat sie. Die 23er hat einen höheren Angriff. Kostümbonus, Mana-Bonus-Truppe 24. Komm, let's go. Let's fucking go. Alright. Das muss ich machen. Also das. Stirbt sie von den drei, ja. Das war natürlich ein Traumbord, ne? Das war natürlich ein Traumbord, da bin ich mir im Klaren drüber. Okay, dann war das One-Shot Nummer 1 für Inviolable. Very nice. So kann es weitergehen. Ich weiß aber, das wird's nicht. Kenn mich. So, die Energie ist aufgefüllt. Ich meine, ich habe erst einen gemacht. Dann holen wir uns jetzt ihn hier, würde ich sagen. Und zwar. Dem Team. Und ich konzentriere mich dabei gar nicht, ja, aber Dispellen wäre schön. Dispellen wäre schön. Oh, ich will ihn gar nicht nehmen, er ist nicht doppelt gebreakt, aber ich muss irgendwie dispellen. Grün, ich habe hier leider gar kein Rot, ne? Und du darfst die nicht haben, du musst die haben. Also bis jetzt noch kein Rot natürlich, ne? Das steht ja gerade. Dann müsste ich fast.
mein Mio nieder außen hinstellen. Jetzt kommt es halt drauf an, ne? Nehme ich einen zweiten Dispeller mit? Fraglich, fraglich, fraglich. Fraglich, fraglich, fraglich. Da brauchen wir gar nicht gucken, das ist zu schwach. Oder reiße ich das obere Team auseinander? Eigentlich ungern. Wir haben auch kein Gelb, ne? Naja, Jekun hier ganz außen. Ich bräuchte schon noch einen Minion-Spezialist. Wir müssten das fast rot spielen. Also Gestalt ist hier, wäre ja auch ein Killer, ne? Für Ludwig. Gestalt hier als erstes. Könnte funktionieren, ne? Wir sind mit Rot stark in den Steinen gegen Arco. Haben einen absoluten Ludwig-Killer dabei, aber nicht viel Heilung. Sie bräuchte ich aber als Baden, um ein bisschen schneller zu sein, weil ich ja mit Carmenta hier eine mittlere habe. Weil lieber wäre mir natürlich schon eine Cleo, weil die einfach mehr heilt, ne? Sie macht hier 320 verstärktes Leben. Die Reinigung brauche ich nicht unbedingt. Aber zweimal Mittel traue ich mich kaum. Let's go. Oder ich reiß das halt auseinander und spiel's. Aber dann habe ich wieder zweimal Mittel. Aber wir müssten das ja praktisch so spielen und müssen es auseinanderreißen. Genau, dann spielen wir doch hier Cleo. Wo ist sie denn, die gute Cleo? Da ist sie doch. Und machen in Rot. Dann reißen wir es in dem Fall auseinander. Das ist nicht optimal. Brauche ich Gestalt? Ich habe alles. Okay, dann spiele ich danach. Wie spiele ich das Team dann? Ja, okay, das geht ja schon noch. So, mach mal's. Ja, sie hat die Magiertruppe, das ist gut, die hat am meisten Mana. Let's go, dann ist Gestalt mein Dispeller, weil der haut ihn weg, ne, den Ludwig, das ist ganz klar. Wenn es dann dazu kommt, okay, wir haben, wenn ich die Grünen hochspiele, beziehungsweise von hier den hochspiel, dann habe ich hier eins, das würde ich erstmal machen, denn ich brauche Rot, so viel ist klar. Ja, dann spielen wir das, dann sind die drei, nicht so viel bitte, das wäre schön.
Nicht so viel? Jawohl, okay. Super, dann gehen wir auch auf die Seite. Schauen mal, was er trifft. Jawohl, Inga. Wo er hat Gestalt denn jetzt das Blind, bitte? Also das frage ich mich ja schon, war irgendein Passiver. Irgendein Passiv hat mir jetzt... Das kann er machen. Dann killen wir ihn und stecken Shekun noch schnell ein. Holen uns hier nochmal unseren Alucard und Gestalt, dann ist Shekun tot. Und ich weiß, ich habe wieder Alucard vorher ausgelöst, bestimmt, aber in dem Fall war es okay. Behaupte ich jetzt einfach mal, was funktioniert hat. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Alright, wir spielen ihn mit zwei Heilern an. Also die Eule ist einfach kaum wegzubekommen und deswegen muss ich damit rechnen, dass sie auslöst. Und ich habe die auseinandergestellt. Wir hoffen nicht, dass jedes Mal beide Heiler getroffen werden. Mit einer Gibt kann ich ein bisschen Mana Reduction machen. Let's go. Drückt mir die Daumen. Ich brauche ein bisschen Geld. Ja, da ist gelb, aber nicht genug. Wir könnten grün spielen. Und gucken, ob was nachkommt. Das machen wir. Komm, gib mir, gib mir. Fuck, Alter. Ja, spiele ich rot zuerst. Aber keine Chance auf ein... Shit. Also ich sehe natürlich die Grünen mit relativ wenig Chance, dass da oben was kommt. Kann die Blauen spielen und mir wenigstens die Roten zusammenholen. Ja. Es ist zu spät für Rot, das ist das Problem. Ja, ist alles klar. Solange niemand anders auslöst, das Problem ist, Gestalt wird sich nicht lang bitten lassen. Nein, Alter! Bitte geh auf rechts. Nein, rechts, rechts. Oh shit, direkt geone-shottet. What the fuck? Ja, Scheiße, fuck, Mann. Ich sehe natürlich die blaue Kombi, die mir rot bringen wird. Das geht ins Hippo. Ich kann das fast nicht riskieren. Ich kann grün hier spielen mit der Hoffnung. Ja, das muss ich fast riskieren, ey. Sonst ist es eh verloren. Komm, ein roter, nein, zu tief. Okay, das ist durch. Diese Dreckshurentruppen. Widersteh. Jawohl, wenigstens.
Jetzt kommt Akku, ne? Boah, das ist schlecht. Das ist schlecht. Widersteh jetzt. Hopp, hopp, widersteh. Und er wiped mir jetzt alles aus. Kann ich rein, ne? Der haut mir jetzt alles weg. Ja. Fuck, Mann, ey. Kotzt mich an. Übernommen. Drecks. Ah, echt, ey. Wahnsinn. Wahnsinn. Okay, dann Schuster, bleib bei deinen Leisten. Sorry, Leute, sorry, sorry. Schuster, bleib bei deinen Leisten. So weit bin ich noch nicht, das sehe ich ganz klar. Fiskeul hier, ganz unten. Satori hat einen Buff gekriegt, der haut zu, dass alles zu spät ist. Wir warten kurz. Genau, ja. Also wie gesagt, ne? Du musst einfach schnell sein. Im Prinzip musst du sie echt auf 7 Steine bringen. Und also die hätte ich nicht gehabt. Ich denke mal vom Gameplay her war es jetzt nicht ganz übel, aber ich habe sie nicht gehabt. Und dann wird es halt schwer, ne? Gerade mit diesen Truppen. Du brauchst schon ein bisschen ein Board. Und ja. Jetzt ist es so, mach mal gleich den Rest. So, Leute, wir stellen uns in den Dienst der Allianz, dass die hier weitermachen können. Und es sieht so schäbig aus, man darf es nicht unterschätzen. Wir haben viel Platz. Spielen das mit dem Team. Falls Luna auslöst, ich brauche was Schnelleres. Haben wir was Schnelleres? Haben wir was Schnelleres? Ich habe noch 3 Angriffe danach, deswegen. Also rot. Ist klar, muss sein eigentlich. Waddles wird mir helfen. Und ich brauche mein Forces nachher. Frage ist, ja, doch. So müssen wir es machen. 29er hier. Sie kriegt die 26er. Let's go. 3 Angriffe jetzt, meine Dev, sauber. Aber wir haben halt echt auch gut liegen lassen. Okay, wir müssen uns die 4 hier an der Seite holen. Ich ziehe den Grün weg, nicht so viel. Und hol mir die 4, ja, weil mit, genau. Okay. Oh, Drecksaugsicht. Drecksaugsicht. Willst du mich verarschen? Heißt es denn die Möglichkeit, hey? Jetzt löst das Vieh noch aus, oder? Nee, das ist rot. Okay, komm, sterb, Alter. Was?
Und das habe ich gemeint. Du darfst da nicht irgendwie unterschätzen oder so, ne? Gebt euch das. Jetzt aber sterb, Alter, du Vieh. Oh yay, Wahnsinn, oder? Entschuldigt. Ist ja irre. Ja, viel Spaß. Schauen wir uns das an. Sauber, John, sehr geil einfach. Ich feier's total. Sehr, sehr geil. Okay, Feld ist neu. So, wir haben den Boni-Block drin. Nehmen tatsächlich Lepiota. Ja. Nehmen Lepiota, geben ihr die Magier. Oh, die ist nur auf 23, okay. Die muss hoch. Let's go. Also ich habe Doppel-Dispel. Natürlich brauche ich Steine. Wir machen das so. Dann kommt hier, okay, ja. Sind 7. Dass er nicht sterben wird, ist klar. Ja. Fraglich jetzt. Ja, ich nehme ihn raus und mach den Dia. Das. Hol mir den grünen hoch. Ja, das passt. Noch passt's. Jawohl, jetzt ist er weg. Aber ihr seht, ne? Ich habe schon gelitten. Und Quenelle schlägt zu, ne? Quenelle kommt. Das war genau die richtige Seite. Danke dafür. Wir spielen das so, wollen nichts riskieren. Na komm, Mioni, hopp. Lass dir nicht so lang Zeit. So, der Panther geht auf alle. Und dann darf Lepiota den Rest. Lass mich überlegen. Ja, lieber gucken, ob da noch was kommt. Da kommt Lila. Okay. Hi, hi, hi. Dann haben wir noch einen und schauen mal schnell, was für ein Team da kommt. Nee, natürlich nicht. Dann haben wir noch einen Heiler. Wir haben vorher Annabelle und hier. Ihn müssten wir fast nehmen. Sie ist noch nicht fertig, ne? Sie mache ich auf 81, kriege ich sie. Auf 81 kriege ich sie.
Und dann nehmen wir trotzdem, oder wir spielen Magni. Und Finlay mit Blau und Lila mit Alpha Spot ja. Muss man fast machen, ne? Mioni will ich nur ungern mit Blau angreifen. Was ist das denn? Was ist das denn? Ach, das ist Magni. Ah, diese Toons. Schwierig. Ludwig, paar, kein Dispeller. Schwierig, schwierig. Boah, ich will's gar nicht. Ne, Barclay darf man gar nicht unterschätzen, der Hund, hey. Das ist ein Drecksack, hey. Der hat mich jetzt schon ein paar Mal rausgenommen. Entschuldigung, bin hundemüde, wo wir gerade beim Mond sind. Und Gealach, oh, und 30er Truppen, jo, das willst du nicht. Das willst du nicht. Das will der kleine Eska nicht. Boah, da steht aber auch nur Rotz, ne? Blau. Grün wäre natürlich hier besser, ne? Wegen Magni. Aber den kriegst du eh nicht tot. Dann brauche ich auch nicht mit Grün spielen, obwohl. Schauen wir mal, was wir zusammen. Wie hat man es denn gerade? Ja, und dann verließen sie ihn nämlich. Ich kann es so machen. So kann ich es machen. Ich weiß, der ist langsam. Ich weiß das. Ja. Let's go. Ja, das müssen wir machen, ne? Weil jetzt darf er auslösen. Und auch das müssen wir machen. Wir müssen auf jeden Fall Force Fire. Okay, nix Force Fire. Weg ist er. Und wir kümmern uns natürlich um die Seite. Die hier umzubringen ist. Weil Magni und Elkan werden dauern. Ganz klar. Holen wir uns das Match unter. Ach komm, oder? Dein Ernst? Jawohl. Der Mana-Boost. Ich gehe auf die Seite, weil, ja. Also, tot kriegen ist eh ganz schlecht jetzt, ne?
dauert. Aber zum Glück, ja, die eine Seite ist ja weg, von dem her. Ich will nicht reinspielen, ich habe gar keine Lust, der wird eh auslösen, aber ich möchte nicht reinspielen. Okay, er schlägt natürlich sauhart zu, ne? Das kann sein, dass das schon reicht. Babam! Seht ihr? Die muss er erstmal wegkriegen, die Viecher, ne? Schauen wir mal, ob da grün kommt. Kommt nicht, auch nicht schlimm. Weil die Steine auch noch Schaden machen, aber nicht mal krass, Alter. Nicht mal, komm, ich spiel den Stein noch rein. Ja, klar, ne? Kollege. Willst du nicht sterben? Achtung jetzt. Bab, 1300, gut schmeckt. Kann ich ja froh sein, dass ich Overheal gehabt habe. Das war mein erster Krieg für Inviolable. 222 Punkte. Annehmbar. Gut ist es nicht. Ich habe einmal gecleant, einmal versaut. Von dem her alles gut. Kann man lassen fürs erste Mal. Muss besser werden. Kann besser werden. Darf besser werden. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Wie immer das Ergebnis in unten drunter oder in den Shorts oder so. Am besten in die Kommentare dann. Ne? Haut rein. Bis dann. Grüße gehen raus. Euer Eskar.